Tja, das kennt nun jeder bis zum Überdruss. Stube 236, belegt mit 8 Mann. Und das soll nun das tägliche Zuhause sein. Für Monate. Diese einfallslosen Betten, diese gedankenlos fabrizierten Tische und Stühle. Und natürlich der Spind mit Essfachklappe. Müssen Soldatenstuben so aussehen? Wie wär's zum Beispiel mit diesen Möbeln? Da können sich auch 6 bis 8 junge Männer ein wenig zu Hause fühlen. Abends, nach Dienst, nicht wahr? Wunschträume? Oh nein, so sehen die neuen Bundeswehrmöbel tatsächlich aus. Nach der 2. oder 3. Waffen- und Fahrzeuggeneration kommt nun endlich die 2. Spindgeneration. Es gibt auch schon ein Großlager, wo diese Möbel angeliefert und gestapelt werden. Das von den Amerikanern übernommene Alabama-Depot im Norden von München. 120.000 Quadratmeter groß. 48.000 Stubeneinrichtungen werden dort angeliefert. Für 51 Millionen Mark. 140 Soldaten machen hier einen Sondereinsatz und noch einmal so viele zivile Bedienstete des WBK 6 sind hier Tag für Tag bei der Montage der neuen Spinde. Nein, Spind kann man zu diesen modernen und zerlegbaren Schränken in munteren Farben wirklich nicht mehr sagen. Wenn man erst einmal die ersten 3.000 bis 4.000 Schränke montiert hat, bekommt man Routine. Die Soldaten machen es heute schon mindestens in der gleichen Zeit wie die Monteure der Herstellerfirma. Möbelfabrikant müsste man sein und diesen Auftrag bekommen. Die Planung, die Vorbereitung, Transport und Verteilung wurden durch die elektronische Rechenanlage der Fachhochschule der Luftwaffe Neubiberg programmiert. Und hier sehen wir den Hauptmann Röder und seinen wehrpflichtigen Adjutanten, die wie Generalstäbler eine strategische Operation planen. Sie setzen die Programme des Computers in Befehle um. Wie viele Einrichtungsgegenstände, welcher Versorgungsnummer, um wie viel Uhr, auf welchen LKW und in welche Richtung. Achtung! Nicht werfen, zerbrechlich, Vorsicht. Solche Aufschriften fehlen hier. Auch sind die Kisten gar nicht so schwer. Was ist drin? Schaumstoffmatratzen. Die Polster für die Sessel. Ja, tatsächlich Polstersessel werden hier in Kunststofftüten in einen Container verladen. Und die Tische, ebenfalls modern in der Form, leuchtend in den Farben, dabei stabil und auch dem harten Soldatenalltag gewachsen. Aber leider, es dauert noch ein bisschen, bis die ersten Soldatenstuben mit den neuen Möbeln ausgerüstet werden. Zuerst werden Sportler mit diesen Möbeln leben. Na ja, natürlich, die Olympischen Spiele. Das Organisationskomitee der 20. Olympischen Spiele hatte das Verteidigungsministerium gebeten, das Olympische Dorf mit Bundeswehrmöbeln auszurüsten. Nach den Spielen dann, im Herbst dieses Jahres, gehen die Möbel in die Kasernen. Jetzt sind erst einmal ausgebildete Fahrstuhlführer, natürlich Soldaten, im Olympischen Dorf damit beschäftigt, die neuen Möbel in die rund 10.000 Wohnungen zu schaffen. Und dies ist das sogenannte Olympische Dorf. Eine Mondstadt, ein Wohngigant. Kontrolle, wieder ein Zimmer fertig. Abnahme durch Oberfeld Kapp. Ist alles vollzählig? Alles okay?
Der Oberfeld geht raus und nun folgt noch ein ganz privater Truppentest des gefreiten Filz. Wie träumt man wohl im neuen Bundeswehrbett, wenn man vielleicht eine Goldmedaille gewonnen hätte?